Oh. Ja, toll. Das hat ja echt super gebracht. Und nun? Wofür sollten wir das Ding denn zur Seite schieben dann? Witzbeute. Toll. Sieht so aus, als müssten wir zurücklaufen. Also, ab in den Keller. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist ja gar nicht unheimlich hier, ne? Sind welche reingekommen jetzt? Das war ja irgendwie klar. Tür zu und abwarten. Ja, kannst du die Tür nicht mehr aufmachen. Hat der Onkel helfen? So. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Das hätte ins Auge gehen können mit dem Selbstmörder. Gut, dass ich die Tür zugemacht habe. Boah. Okay, ich sollte mal die Wurfstände mal zurücklegen. Zurechtlegen, meine ich. Für den Fall, dass doch noch ein Selbstmörder kommt.
gewusst. Ich wusste, dass ich irgendwie so komisches Geröchel höre. Puh. Glück gehabt. Scheiße. Okay, hier rein. Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Du bist vielleicht ein Trampel. Gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Oh, Scheiße. Das ist Plastiksprengstoff, oder? Also, nimm das Zeug und geh zum Turm. Ich kümmere mich um die hier. Mach dich nicht lächerlich. Wir kämpfen gemeinsam. Und denen den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns dann im Turm. Versprich mir, dass du Rahim vom Nest fernhältst. Was? Natürlich. Versprochen. Und nun geh schon. Weg mit dir. Komm schon. Was für dich? Haben wir ja soweit alles. Das hier noch mitnehmen. Weg hier. Verlassen wir die Schule des Grauen. Mist. Jade und ich waren auf der Suche nach Antizin und haben stattdessen Sprengstoff gefunden. Jetzt müssen wir schnellstens hier weg, bevor Tahir zurückkommt. Naja, zumindest war es nicht komplett umsonst. Hä? Da war schon wieder dieser komische Bollenzombie. Toll, es wird dunkel wieder. Super. Dann können wir irgendwas wieder herstellen. Medikit. Sehr schön. So, repariert. Rain, du wolltest doch mit mir reden, Will.
Antizin finden. Ach, ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Hör zu. Ich gebe Said den Sprengstoff, du redest mit Rahim. Sorg dafür, dass er sich von nichts fernhält. Mach ich, Jade. Keine Angst. Danke. Neuer Rang. Sehr schön. Oh, Wurfhaken. Cool. Aber er ist ab Level 12. Mist. Den können wir noch nicht nehmen. Flinke Hände. Ah, das können wir später nehmen. Das hier ist besser erstmal. Okay. Okay. Nichts wie zum Turm. In die andere Richtung. Schnell da hin zum Turm. Bevor die ganzen Nachtjäger kommen. Oder wie auch immer die heißen. Ja, komm her. Mein Sohn! Was, du gehst schon? Ja, es wird mir einfach hier zu heiß mit euch Jungs. Wo willst du hin? Irgendwohin. Und ihr? Na, komm her. Besser ist das. Das ist nicht, bevor ich dich in Stücke reiße. Du verkohlte Leiche, drohst mir? Dass ich nicht lache. Ein ganz mutiger, oder wie? Zum Glück bist du aufgetaucht. Sonst hätten uns diese... Ja, sonst hätten diese Bastarde euch fertig gemacht, oder? Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle mit uns angestellt hätten. Ich bin nur dankbar, dass ich noch am Leben bin. Dann ab mit dir ins Körbchen. So, es wurde Tag und nicht Nacht. Ich wundere mich schon, warum hier auf einmal hell wird und die Nachtläufer nicht kommen.
Ja, gluckel, gluckel. Ich wollte gerade sagen, da ist jemand. Wunderbar. Hier bitte, Meister. Achso, ihr habt gedacht, wir könnten was abgeben. So, alles wieder herstellen. Kann man ja immer alles wieder gut gebrauchen. So. Ja, du hättest da ein Schnäppchen für mich, ja. Wie oft denn noch? Obwohl wir jetzt die Silberzunge haben, sind das immer noch Wucherpreise. Oh Mann. So. Alles verkauft. Wir haben einen Schrotflinten. Wir können Schrotflintenmunition kommen. Haben wir denn überhaupt welche? Ein Schnäppchen für dich. Lass mal dein Schnäppchen stecken, Kollege. Okay, mit dem können wir nicht reden. Signal ist stärker als jemals zuvor. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs Spiel. Ja, werde ich machen, wenn ich mal Zeit habe. Jade hat mich angefunkt. Sie wird Sahid den Sprengstoff bringen. Sie hat mich auch gebeten, mit Rahim über das Schattenjägernest zu reden. Sie will sicher gehen, dass er sich davon fernhält. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er das auch tut. Was willst du mit dem? Was war denn das für ein Beben eben? Okay. Keine Slots mehr. Blöd, dass man immer ganz nach unten scrollen muss erst. Kann man nicht von oben gleich wieder nach unten gelangen? Ist irgendwie blöd. So. Hier ist niemand. Es gibt nichts, was ihr dort noch ausrichten könntet. Ja,
Raiz kann für diese Art von Aufträgen einfach mehr Leute abstellen. Nein, abgelehnt. Seht zu, dass ihr da wegkommt. Verstanden. Ende. Abgelehnt? Hey Crane, zurück von der Front? Ja, aber nur vorübergehend. Kennst du einen Christoph? Der Neue. Ist auf einer Aufklärungsmission, aber seine letzte Meldung ist schon eine Weile her. Rahim meinte, er sei in Ordnung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ein Wahnsinnsknabe birgt für einen anderen. Brackens Worte. Es könnte natürlich auch sein, dass ganz einfach die Batterien in seinem Funkgerät zu schwach sind und er uns nicht erreichen kann. Wo ist er hin? Zu diesem neu gebauten Hochhaus. Dann schaue ich dort mal nach ihm. Pass auf dich auf. Okay. Dann gehen wir da als nächstes hin. Aber erstmal eben hier dieses Gespräch zu Ende führen. Hä? Ich vermute mal, dass es auf dem Dach ist. Jo. Crane, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihn Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando. Kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Omar sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft fliegt. Wow, wir? Es gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden. Und das geht jetzt auch. Aber ich werde das erledigen. Und zwar alleine. Aber... das ist mein Plan! Und ich werde ihn perfekt ausführen. Versprochen. Aber... verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss. Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich habe so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Zero im Anhänger? Ich brauche mal seine Meinung. Nein, er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lena. Danke. Wir sehen uns. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der trotzdem auf eigener Tour das machen wird. Ich werde irgendwie nicht das Gefühl nicht los. Immer diese Verwirrung immer hier. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort Reißaus nahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Eine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Okay, jetzt müssen wir auch noch Flüchtlinge fangen. Oh Mann. Ab zum Quartiermeister. Ich soll für Sarah eine Gewebeprobe des Flüchters besorgen, den ich bei der Schule gesehen hatte. Da sich Flüchter laut Sarah nur in bestimmten Bereichen der Stadt zeigen, werde ich meine Suche auf das dortige Gebiet konzentrieren. Sobald ich die Probe habe, muss ich sie umgehend zu Sarah bringen. Sie muss frisch sein, meinte er. Frischfleisch.
Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Noch mehr Arbeit. Weiß gar nicht, wie sie tun. Dr. Zara meinte, sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen, wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt. Danke. Die Späher haben Leute die Schule betreten sehen. Irgendwas geht da vor sich. Tja. Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe morgen, den Kahn flott zu machen. Aha, sehr interessante Information. Gut, dann wollen wir mal einen dieser Flüchtlinge fangen. Das hört sich an. Gut, los geht's.